Herzlich willkommen bei GWriters. Heute mit dem Thema Ghostwriter gesucht. So wählt GWriters akademische Ghostwriter aus. Wir schauen uns in diesem Video einmal alle Phasen der Ghostwriter-Auswahl genauer an, von der Bewerbungsphase über die Aufnahme in unsere Ghostwriter-Datenbank bis hin eben zur konkreten Vergabe von Projekten an diese Ghostwriter. In der Bewerbungsphase verlangen wir natürlich ganz klassisch schon mal ein ordentliches Anschreiben, einen Lebenslauf und den Nachweis aller Diplome. Weiterhin gehen wir darauf ein, welche Publikationen der jeweilige Ghostwriter oder potenzielle Ghostwriter schon erstellt hat und in welchen Themengebieten er geforscht hat, damit später die Zuordnung zu den jeweiligen Projekten auch einfacher fällt. Wir fordern darüber hinaus auch Schreibproben an, um schon mal einen ersten Einblick in die Schreibqualität zu bekommen und fragen ab, welche Erfahrungen diese Person auch mit Ghostwriting an sich bereits hat. Wenn soweit alles stimmt, dann geht es weiter in die Aufnahme in unsere Ghostwriter-Datenbank. Der Ghostwriter wird zu unserem Pool hinzugeordnet und es werden die ersten Kooperationsverträge geschlossen, sowie eben auch Verschwiegenheitserklärungen. Selbstverständlich bekommen die Ghostwriter von uns keinerlei personenbezogene Daten von euch. Nichtsdestotrotz sichern wir uns hier noch einmal doppelt ab, da für uns die Diskretion einfach selbstverständlich ist. In diesem Step werden dann auch Dummy-Aufträge erstellt. Das heißt, es werden initial, wenn wir mit dem jeweiligen Ghostwriter noch nicht zusammengearbeitet haben, erste Aufträge, interne Aufträge vergeben, welche wie echte Aufträge zu betrachten sind, allerdings für uns eher zur Qualitätskontrolle dienen. Darüber hinaus werden natürlich bei jedem Auftrag permanente Qualitätskontrollen durchgeführt. Wir arbeiten nach dem Vier-Augen-Prinzip. Das bedeutet, bei jedem Projekt schaut nochmal ein sogenannter Supervisor, ein Zweitkorrektor über das Werk drüber, schaut sich an, ob soweit alles stimmig ist und gibt dann eine Bewertung ab, die in unser internes Ranking für den jeweiligen Ghostwriter mit einfließt. Somit kommen wir dann auch direkt zum nächsten Schritt, denn durch dieses interne Ranking, durch diese Bewertung, haben wir es natürlich umso einfacher, auch für euer Projekt den exakt passenden Ghostwriter zuzuordnen. Wir wählen aus nach der jeweiligen Qualifikation des Ghostwriters, nach seinen individuellen Themenschwerpunkten. Wie gerade schon erwähnt, wir hatten ja auch geguckt, wo hat dieser Ghostwriter schon mal geforscht und etwas publiziert. Wir schauen nach den Sprach- und Softwarekenntnissen im gegebenen Fall und wir gehen nach unserer internen Bewertung. In diese internen Bewertungen fließen sowohl die Zuverlässigkeit des Ghostwriters als auch die Pünktlichkeit und die wissenschaftliche Qualität mit ein, sowie weitere Erfahrungen mit dem GWriters-Team, wo unsere geschulten Projektmitarbeiter bei jedem Projekt auch die Möglichkeit haben, Notizen über die jeweiligen Ghostwriter zu verfassen und somit die Auswahl noch viel, viel einfacher machen. Wir haben somit die Möglichkeit, genau für euer Projekt den perfekt passenden Ghostwriter zuzuordnen und ich hoffe, ich konnte euch das ganze Thema damit etwas näher bringen.